Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 7. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, zweites Gesetz zur Änderung des Juristenausbildungsgesetzes und von Rechtsverordnungen über die Juristenausbildung, Drucksache 19/96, und wiederum zur Einbringung des Gesetzentwurfs, Herr Staatsminister Posek. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Juristenausbildung ist ein wichtiges Thema. Das gilt für den Hessischen Landtag, das gilt aber auch für das Hessische Justizministerium. Die juristische Ausbildung ist eine schwierige, eine lange und eine prägende. Nicht wenige Mitglieder, auch hier in diesem Hause, haben diese Ausbildung durchlaufen. Junge Juristinnen und Juristen übernehmen in unserem Staate in der Regel eine hohe Verantwortung, an welcher Stelle auch immer, in der Rechtspflege, als Rechtsanwältin, als Rechtsanwalt, in der Verwaltung, in der Justiz, in Unternehmen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir uns gemeinsam Gedanken über die Ausbildung der Juristinnen und Juristen machen. Und es ist auch wichtig, dass die Ausbildung der Juristinnen und Juristen auf der Höhe der Zeit ist. Und diesem Anspruch trägt der vorgelegte Gesetzentwurf Rechnung. Das heißt, es geht bei diesem Gesetzentwurf darum, neue Schritte, neue Wege auch in der juristischen Ausbildung zu gehen und Vorgaben, die der Bundesgesetzgeber durch Änderungen zum Beispiel im deutschen Richtergesetz geschaffen hat, in das hessische Landesrecht aufzunehmen. Konkret liegen diesem Gesetzentwurf drei Änderungen zugrunde. Die erste Änderung betrifft die Aufnahme der Auseinandersetzung mit der NS-Diktatur und mit dem SED-Unrecht in die juristische Ausbildung. Das ist aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Schritt. Wir sind in Hessen hier bereits wichtige Wege gegangen. Alle Vorgängerinnen und Vorgänger von mir haben daran gearbeitet, dass in der juristischen Ausbildung, im Studium, im Referendariat, aber auch im Umgang mit jungen Juristinnen und Juristen in der Justiz das Thema der Auseinandersetzung mit der NS-Diktatur hochgehalten wird. Wir können also da bereits auf Vorarbeiten in Hessen aufbauen. Aber es ist wichtig, dass das jetzt auch im Juristenausbildungsgesetz verankert ist. Unser liberaler Rechtsstaat ist keine Selbstverständlichkeit. Das zeigt der Blick in die Geschichte. Und deshalb ist es auch zentral, dass wir uns dem auch immer wieder bewusst werden. Und das ist natürlich auch eine zentrale Aufgabe der angehenden Juristinnen und Juristen. Wir leben leider in einer Zeit, in der wir immer wieder Relativierungen der deutschen Geschichte und der Verbrechen der Nationalsozialisten erleben. Und auch in unseren Parlamenten und auch in diesem Parlament sitzt eine Partei, deren führende Vertreter immer wieder durch diese schrecklichen Verharmlosungen auffallen. Also, Herr Lambrou, es ist bezeichnend, dass Sie sich angesprochen fühlen. Von daher haben Sie schon richtig erkannt, wer gemeint ist. Und ich will das auch an ganz konkreten Formulierungen deutlich machen. Wenn Herr Gauland von einem Vogelschiss der Geschichte spricht, wenn Herr Höcke eine erinnerungspolitische Wende fordert, wenn Herr Höcke von einem Mahnmal der Schande spricht und wenn Sie als hessische AfD dazu schweigen, dann zeigt das, dass Sie die Koordinaten verschieben wollen und dass Sie unsere Geschichte in ein anderes Licht rücken wollen. Deshalb Augenblick, Herr Posek. Geht es jetzt wieder ein bisschen ruhiger? Danke. Herr Posek, Sie haben. Also auch aus meiner Sicht zeigt dieser Blick jedenfalls in die Entwicklung in unserem Land, wie wichtig es ist, dass wir auch in der Juristenausbildung den Blick in die Geschichte und auf die dunkelsten Kapitel unseres Landes werfen. Die Erneuerung des Juristenausbildungsgesetzes. Herr Minister, lassen Sie eine Zwischenfrage vom Herrn Schulz zu? Nein.
Die Erneuerung des Juristengesetzes beschränkt sich allerdings nicht auf diesen einen Punkt. Darüber hinaus geht die Juristenausbildung auch mit der Zeit, indem die Möglichkeit eines Teilzeitreferendariats in die Juristenausbildung aufgenommen werden soll. Dabei gehen wir sehr flexibel vor. Teilzeit kann beispielsweise zur Betreuung von Familienangehörigen genommen werden und durch eine Reduzierung der Ausbildung wahrgenommen werden. Wir bieten aber auch ein Blockmodell an, was insbesondere bei der Pflege von Angehörigen zum Tragen kommen kann. Das heißt, nach der Anwaltsstation kann gewissermaßen im Rahmen dieses Teilzeitmodells auch eine Auszeit genommen werden. Und der letzte Punkt der Änderung in diesem Gesetzentwurf betrifft die Einführung des sogenannten E-Examens. Wir haben hier einen erfolgreichen Probedurchlauf in Hessen im Juli gemacht. Wir haben sehr positive Rückmeldungen aus dem Kreis der Kandidatinnen und Kandidaten bekommen. Ich glaube, das E-Examen passt, das juristische Staatsexamen, an die Wirklichkeit, an die Entwicklung der Digitalisierung an. Und deshalb wollen wir die gesetzliche Grundlage für dieses E-Examen ins Gesetz aufnehmen. Und wir werden auch, wenn wir die gesetzliche Grundlage haben, das E-Examen so schnell wie möglich umsetzen. Dazu bedarf es noch einer Ausschreibung, weil wir einen Anbieter brauchen, der dieses E-Examen umsetzt. Aber ich sage Ihnen zu, dass wir schnell dabei vorgehen werden und dass wir recht bald auch das digitalisierte Examen in Hessen anbieten können. Die Anhörung insgesamt hat positive Reaktionen, gerade auch von Referendarinnen und Referendaren, hervorgebracht. Ich würde mich über die Unterstützung des Hohen Hauses für diesen Gesetzentwurf freuen und freue mich auf die weiteren Beratungen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Poseck. Bevor ich die Aussprache eröffne, darf ich die werten Mitglieder des Ältestenrates schon mal jetzt darüber informieren, dass wir im nächsten Ältestenrat darüber zu reden haben, weil der PGF der AfD-Fraktion hier eine Neutralitätsverletzung des Herrn Staatsministers vorgesehen hat. Aber wir müssen das ja immer andauernd. So, ich eröffne die Aussprache. Die vereinbarte Redezeit ist 5 Minuten. Und als erstes hat Herr Kummer von der SPD sich gemeldet. So, jetzt ist mal wieder Ruhe hier im Saal. Meine Damen und Herren, Herr Kummer, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich schließe mich den Ausführungen des Herrn Staatsministers Poseck voll und ganz an in Bezug auf die Wichtigkeit und Notwendigkeit, die Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Unrecht und dem der SED-Diktatur im Übrigen und damit die Auseinandersetzung mit Faschismus und Rechtsextremismus zum Gegenstand der Juristenausbildung machen zu müssen und auch insoweit, als er Bezug genommen hat auf die jüngsten Umtriebe in unserem Land, in unserer Gesellschaft und auch auf Teile hier im Hessischen Landtag. Und Kolleginnen und Kollegen, die juristische Ausbildung ist ein unverzichtbarer Baustein in unserem System der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Umso wichtiger ist es. Augenblick, Herr Kummer. Können Sie jetzt bitte dem Redner folgen, weil die Debatte ist uns allen wichtig und ich bitte um mehr Ruhe. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Präsident. Die Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Unrecht und dem der SED-Diktatur muss im Rahmen der juristischen Ausbildung Gegenstand der Ausbildung sein. Und ich wünschte mir, sie wäre ja auch in anderen Ausbildungsberufen immer Gegenstand der Ausbildung, weil das, was sich in unserer Gesellschaft tut, und eben haben wir wieder ein Beispiel gehört, zeigt uns doch eindrücklich, wie wichtig es ist, dass man die Geschichte nicht vergisst, damit sich solches nicht wiederholt in unserem Lande. Kolleginnen und Kollegen, die Treue zur Verfassung und die Treue zu den Werten unserer Verfassung ist wesentlicher, unverzichtbarer Bestandteil der Juristenausbildung, weil daran hängt die richterliche Unabhängigkeit. Richterliche Unabhängigkeit wird nur gewährt, weil auf der anderen Seite immer, zu jedem Zeitpunkt und zu 100% davon ausgegangen werden muss, dass die Juristinnen und Juristen, dass die Richterinnen und Richter und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in unserem Land
auf dem Boden unseres Rechtsstaats stehen und damit unserer Verfassung. Kolleginnen und Kollegen, der zweite Punkt, die Einführung der Teilzeitmöglichkeit, auch das begrüßen wir, das darf ich sagen, weil die Einführung der Teilzeitregelung im Vorbereitungsdienst, weil dies, das finden wir, ein wesentlicher Baustein ist, um den Beruf der Juristin, des Juristen attraktiver zu gestalten, Familie, Kinder und pflegebedürftige Eltern mit der Ausbildung zu vereinbaren. Allerdings, ein bisschen Wasser in den Wein muss sein, Herr Staatsminister, wieso muss die Antragstellung für den Vorbereitungsdienst, für die Teilzeit im Vorbereitungsdienst schriftlich erfolgen und kann nicht digital erfolgen, wenn doch die Antragstellung für den Vorbereitungsdienst selbst digital erfolgen kann, aber dann auch dort wieder ein Medienbruch feststellbar ist? Weil dort kann man zwar den Antrag digital stellen für den Vorbereitungsdienst, die antragsbegründenden Unterlagen müssen allerdings nach wie vor per Post schriftlich vorgelegt werden. Also ein Medienbruch auch hier. Ich sage das deshalb nicht, um jetzt unbedingt ein Haar in der Suppe zu finden, sondern um zu sagen, da gibt es doch durchaus noch Diskussionsbedarf im einen oder anderen Punkt. Und den wollen wir ja auch miteinander führen, wenn wir dann im Rechtspolitischen Ausschuss dieses Gesetz noch einmal miteinander diskutieren. Kolleginnen und Kollegen, die Einführung des E-Examens begrüßen wir ebenfalls. Aber auch dort gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten, komme ich gleich noch einmal drauf. Andere Bundesländer, das muss gesagt werden, waren uns da leider weit voraus. Sachsen-Anhalt bereits seit 2019, Sachsen bereits seit Herbst 2020 und Rheinland-Pfalz bereits seit 2021. Nun gut, es kommt auch bei uns im Lande Hessen. Und es ist gut, dass den Examenskandidatinnen und Kandidaten freigestellt sein soll, ob sie die elektronische oder handschriftliche Form bei der Wahl des Examens wählen wollen. Im weiteren Beratungsverfahren bitte ich dringend, die Kritik der Landessprecherversammlung, der Rechtsreferendare und Rechtsreferendarinnen in Hessen ernst zu nehmen. Die haben nämlich wesentliche Punkte vorgetragen. Sie sagen beispielsweise, dass dem Gesetz nicht zu entnehmen sei, wie die tatsächlichen und organisatorischen Voraussetzungen für die digitale Anfertigung des E-Examens aussehen sollen in Zukunft. Und sie kritisieren, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass aus ihrer Sicht viel zu viel Gestaltungsmacht der Hessische Landtag auf die Exekutive überträgt, weil all die Details, die zu regeln sind, nach grundsätzlichen Fragen einer Verordnung vorbehalten sind, die im Rahmen eines materiellen Gesetzes dann die Exekutive ausfertigt und wird zu bestimmen haben. Und die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare schlagen vor, dass hier der Landtag sich nicht all diese Möglichkeiten aus der Hand nehmen lassen sollte. Das müssen wir miteinander ernsthaft diskutieren im Ausschuss und bei der zweiten Lesung. Grundsätzlich, Kolleginnen und Kollegen, ist im Bereich der Juristenausbildung noch vieles zu tun. Da liegt noch einiges im Argen. Das Thema ist mit diesem Gesetzentwurf natürlich nicht beendet zu Ende diskutiert. Da gibt es beispielsweise den Zustand der IT im Bereich der Juristinnen- und Juristenausbildung. Rechtsreferendare und Rechtsreferendarinnen haben beispielsweise Laptops, aber sie haben beispielsweise keinen Internetzugang. Herr Kummer, in den Landgerichten. Ich habe jetzt schon Sie haben in den Landgerichten keinen Arbeitsplatz. Kommt zum Ende kein Arbeitsplatz. Und auch die Fachliteratur lässt zu wünschen übrig. Und ein Tipp zum Schluss, kommt zum Ende, Herr Minister, die Hochschule in Rothenburg an der Fulda wäre hervorragend geeignet als Standort für ein E-Examen. Dort gibt es die Technik, dort gibt es das Auditorium, dort gibt es vor allen Dingen die innere Bereitschaft des Personals, dies dort zu machen. Und wir sollten Synergieeffekte nutzen, bevor wir Geld ausgeben für die Anmietung von Räumen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kummer. Für die FDP-Fraktion hat sich Herr Promny zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Im Hinblick auf die Uhr beschränke ich meine Ausführungen auf die Öffnungsklausel. Und wir begrüßen als Freie Demokraten ausdrücklich die Möglichkeit, Aufsichtsarbeiten elektronisch abzulegen. So haben wir bereits zu Jahresbeginn beim Justizministerium angefragt, wann mit der Einführung des E-Examens zu rechnen ist. Die Digitalisierung der Staatsprüfungen soll stufenweise umgesetzt werden, ließ die damalige Justizministerin verlauten. Nun müssen wir mit Blick auf die anderen Bundesländer feststellen, Kollege Kummer hat es ja auch schon gesagt, dass Hessen im Bereich Rechtsstaat und auch im Bereich Digitalisierung bzw. im Bereich Digitalisierung der Justiz
kein Vorreiter ist, sondern leider erneut nur Mittelmaß. So gibt es in Sachsen-Anhalt bereits seit April 2019 die Möglichkeit, das zweite Staatsexamen als elektronische Prüfungsleistung abzulegen. Das erste soll folgen. In Sachsen gibt es seit Sommer 2021 diese Möglichkeit und zuvor absolvierten im Rahmen eines Pilotprojekts 90% aller Teilnehmer das Examen am Computer. 2021 konnten Rechtsreferendare in Rheinland-Pfalz im Rahmen eines Pilotprojekts Staatsexamen in elektronischer Form ablegen, wofür sich immerhin 84% entschieden. Nun wird das E-Examen dauerhaft an verschiedenen Standorten etabliert. NRW, Thüringen, Berlin, Bayern und das Saarland haben angekündigt, dass Examen künftig elektronisch abgelegt werden können. Und seit geraumer Zeit gibt es dort dafür auch die entsprechenden Rechtsgrundlagen. Auch die Nachfragen nach dem E-Examen ist riesig. So gaben im Rahmen der Digital Study 2021 75% der Studierenden an, dass sie sich für das Schreiben des Examens am Computer aussprechen, und von den Rechtsreferendaren sogar ganze 81%. Hessen ist bei der Implementierung einmal mehr hier leider nur Mittelmaß. Veränderungen, insbesondere im Bereich der Digitalisierung der Justiz, scheinen der Landesregierung ein Dorn im Auge zu sein. Diesen Eindruck könnte man zumindest gewinnen, wenn man einen Blick auf die Neuerungen im Jurastudium und der Digitalisierung der Justiz in den letzten Jahrzehnten wirft. Dabei erscheint gerade das Abfassen von elektronischen Examen wichtig. Prüfungskandidaten müssten sich keine Sehnenscheidentzündung mehr erschreiben und die Korrektoren keine Graphologie mehr betreiben. Die Digitalisierung des Examens stellt die zeitgemäßere und praxisnähere Lösung dar. Denn, meine Damen und Herren, welcher Jurist verfasst heutzutage noch seitenlange Texte per Hand? Der vorgelegte Gesetzentwurf sieht nun vor, dass der Justizminister durch den Erlass von Rechtsverordnungen regeln kann, ab wann das elektronische Abfassen von Prüfungsleistungen möglich ist. In diesem Kontext bleiben natürlich noch eine Vielzahl von Fragen offen, die aber sicherlich im Rahmen der weiteren Gesetzesberatung auch geklärt werden. Insofern herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Bromny. Für die Fraktion der CDU hat sich jetzt der Abgeordnete Honka zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Präsidentin, lassen Sie auch mich ein paar Worte noch zu dieser heiteren Debatte, zu dieser Stunde beitragen. Ich glaube, es ist unstrittig, dass die Frage der Auseinandersetzung mit SED-Unrecht wie auch mit dem Unrecht des Nationalsozialismus für die Juristinnen und Juristenausbildung ganz essentiell ist. Wenn das Bewusstsein für die Grenze, wo Recht zu Unrecht wird, ist essentiell. Und wir haben es ja auch eben gerade hier am Rande gemerkt bei der Rede unseres Justizministers, wie schmal der manchmal der Grat ist, wie dünn das Eis oder die Nerven, wie blank die Nerven liegen mögen, wenn wir darüber reden, wie es heute in unserer Gesellschaft da leider auch aussieht. Das Zweite ist, ich glaube, das war auch unstreitig, insofern, das ist schon mal ganz gut. Das Zweite ist die Frage des Referendariats, des Vorbereitungsdienstes. Herr Kollege Kummer, ich finde Ihren Aspekt, den Sie aufgezeigt haben, spannend zu sagen, da gibt es Bereiche, da kann man das eine digital, das andere dann noch nicht. Ich glaube, das ist auch im Moment noch eine Frage, weil Unterlagen, die man einreichen muss, es ist ja auch immer so, dass wir auch dafür sorgen müssen, dass die Unterlagen, die man einreichen muss, auch in entsprechend sicherer digitaler Form vorliegen und nicht einfach bloß als PDF eingescannt. Da kann jeder mit Photoshop ein bisschen dran rumvorwerken. Da gewinnen wir auch nichts. Das wäre Digitalisierung an der falschen Stelle. Von daher, ich glaube, das ist klug. Wir hören uns das sicherlich, können uns den Gesetzentwurf dann noch mal anschauen. Und ansonsten sind aber die Themen, die dort geregelt sind für das Teilzeitreferendariat, die Gründe, die dort aufgezeigt worden sind, gerade für die Pflege von Angehörigen oder auch für die Erziehung von Kindern, ich glaube, Themen, die uns alle wiederum einigen sollten, dass wir dort nicht dagegen diskutieren miteinander. Und das Letzte, die elektronischen Aufsichtsarbeiten bzw. das elektronische Abfassen von Aufsichtsarbeiten, ja, das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Und auch da erlaube ich mir nur den entsprechenden Hinweis. Also, soweit ich mich daran erinnern kann, ist heute
für die schriftliche Aufgabe auch nicht vorgeschrieben, mit welchem Stift genau auf welcher Papiersorte ich schreibe. Also von daher würde ich da zumindest dem Justizministerium etwas mehr Zutrauen entgegenbringen bei der Auswahl der entsprechenden technischen Umgebung und das nicht fix und fertig ins Gesetz reinschreiben, weil nichts ändert sich so schnell wie die Technik und nichts ändert sich aber so langsam wie das entsprechende Gesetz. Also von daher, da sollten wir eine gewisse Flexibilität uns vorbehalten und auch dem Justizministerium zugestehen, weil ich glaube, dort sitzen erfahrene Menschen, die das gerade auch aus der Erfahrung anderer Bundesländer entsprechend bei uns sicher und vernünftig implementieren können. Und dass dann natürlich auch das OZG auch noch Einzug hält, hier bei uns in diesem Bereich der Juristenausbildung, ist ein schöner Nebenaspekt. In diesem Sinne freue auch ich mich auf die Ausschussberatung und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Honka. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt die Abgeordnete Förster-Heldmann das. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ist alles gesagt, nur von mir noch nicht. Das wäre jetzt der Spruch, der normalerweise hier kommen wird. Ich möchte mir trotzdem doch zwei Dinge noch dazu sagen. Digitalisierung ist das eine. Ja, es hat eine Fortentwicklung gegeben. Es wird hinreichend beschrieben. Es sind Schritte vereinbart und auf den Weg gebracht, die wichtig sind. Und mit Sicherheit ist dies nur der Anfang einer Entwicklung, die natürlich auch ein Selbstläufer ist. Herr Honka hat entscheidende Dinge eben auch noch zu der Antragstellung gesagt. Auch das muss ich nicht wiederholen. Ich finde, das ist eine ausgesprochen logische Fortführung dessen, was wir zögerlich, wie auch immer man das beschreiben will, angefangen. Ich hätte mir gewünscht, dass der Bund, das muss ich ganz ehrlich sagen, in der ganzen Debatte um die Digitalisierung, um die E-Akte, diejenigen Abgeordneten, die nicht in dem Ausschuss sind, können es jetzt vielleicht nicht so ganz verfolgen. Aber die ganze Debatte hat mir schon gezeigt, es wäre sehr hilfreich gewesen, wenn wir eine deutlichere Koordination über den Bund bekommen haben. Auch finde ich, und das gehört heute zu diesem Zeitpunkt auch dazu, enttäuschend, was der derzeitige Justizminister im Bund tut, nämlich den Pakt für den Rechtsstaat schwächen. Auch das kann nicht in unserem Sinne sein. Das war mir jetzt noch einmal wichtig, das zu sagen. Und ich möchte keinem Amt und keiner Behörde unterstellen, dass sie nicht bereitwillig für Digitalisierung bereit wäre. Ich gehe davon aus, und wenn ich die Gerichte, die ich in der Vergangenheit besucht habe, noch einmal beschreiben sollte, dann kann ich nur sagen, es gibt eine große Bereitschaft dazu, den ganzen Fortschritt mitzugehen. Ich könnte jetzt einzelne aufzählen, wo das auch so ist. Und diejenigen, bei denen es noch nicht so weit ist, die warten darauf, dass wir ihnen die Möglichkeit dazu erbringen. Und es wird auch in der Zukunft so sein. Ja, mal ein bisschen hier. Danke. So, reicht auch wieder. Bevor ihr einschlaft, alles ist gut. Ja? Also, wir haben natürlich den Aspekt der Ausbildung, wo es darum geht, die Verbrechen der Nazizeit und auch des SED-Staats in die Ausbildung mit zu implementieren. Da hat Herr Prof. Poseck alles dazu gesagt. Ich will nur mal auf eins hinweisen. Es ist nicht nur Machtmissbrauch, furchtbarer Terror, Mord gewesen. Es hatte ja einen systemischen Anfang. Und dieser systemische Anfang, der muss natürlich auch analysiert werden und gehört allein aus diesem Grund schon in die Ausbildung mit hinein. Die anderen Dinge. Die Teilzeitarbeit ist wichtig, und sie ist nicht etwa frauenfreundlich, nein, sie ist familienfreundlich. Und das gehört in der heutigen Zeit dazu. Ich will darauf aufbauend auch noch einmal daran erinnern, dass wir die Verbeamtung der Rechtsreferendare in der Vergangenheit umgesetzt haben, verbunden mit eines erhöhten Entgelts und auch der Bereitstellung von Laptops. Auch das gehört dazu. Die Attraktivität der Juristenausbildung zu steigern.
Das ist ganz wichtig in dieser Beziehung. Und deswegen freue auch ich mich auf diese Debatte und danke fürs Zuhören. Vielen Dank, Frau Abg. Förster-Heldmann. Für die Fraktion der AfD hat jetzt der Abg. Schenk das Wort. Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren, Herr Minister Posselt, also Ihre diffamierenden Äußerungen in unsere Richtung, die weise ich aufs Schärfste zurück. Die sind ehrabschneidend, die sind absolut ehrabschneidend, und das gehört sich für einen Minister nicht, vor allen Dingen, wenn er gerade erst frisch ins Amt gekommen ist. Und im Übrigen sage ich Ihnen dazu nur Folgendes: Mir scheint, Sie sind doch sehr nervös, und das zu Recht. Die Bürger auf der Straße, die werden sich also diese Sachen jedenfalls nicht zu Herzen nehmen, denn sie müssen einfach in ihre eigene Vergangenheit schauen. Schauen Sie in den Spiegel, in Ihre Vergangenheit. Es gibt einen Filbinger. Es gab hier das ganze hessische Parlament voll von den Leuten, die Sie hier sozusagen jetzt diffamieren. Die Frauen, Sie haben sie sogar in Ihren eigenen Reihen gehabt. Die 50er, 60er Jahre sind voll davon. Und das, was Sie hier angesprochen haben, Denkmal der Schande, das ist eben sozusagen eine Frage der deutschen Sprache, wie man sie auffasst. Also da gibt es den Akkusativ und den Dativ. Und wenn man hergeht, es war hier Rudolf Augstein. Es war Rudolf Augstein und der Herr Walzer, die diese Begriffe verwendet haben. Es sind ja einfach diese Begriffe, die es damals um die Diskussion in Berlin um dieses Denkmal gegeben hat. Und es gibt ja hier auch, Sie kennen den Spruch, wird der Bürger unbequem, so ist er rechtsextrem. Dies ist ja das, was man uns hier sozusagen anheften will. Und Sie werden erleben, kommen Sie einfach in der Gegenwart an. Ihre eigene Politik, die steht jetzt auf dem Prüfstand. Und die wird in diesem Winter sozusagen real bei den Bürgern in den Portemonnaien ankommen. Die wird in den Heizungen sozusagen ankommen. Die werden in ihrem Leben direkt ankommen. Wir haben jetzt schon eine Inflationsrate. Herr Abg. Schenk, ich rede zur Sache. Zur Sache. Die Bürger nehmen ihre Freiheitsrechte, ihre Grund- und Freiheitsrechte wahr. Und die werden ihnen gerade beschnitten. Und Sie stellen sich hier hin und wollen sozusagen in der Vergangenheit uns auch noch irgendwas an den Hacken kleben. Und das finde ich unverschämt. Das sollte auch unbedingt im Ältestenrat noch einmal besprochen werden. Und da haben wir ja dann die Gelegenheit, darüber zu reden. Danke Ihnen. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der ersten Lesung angekommen. Noch einen Augenblick Ruhe. Wir haben es gleich geschafft und überweisen den Gesetzentwurf mit der Drucksache 209096 zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den RTA. Damit sind wir auch am Ende der Tagesordnung angekommen. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend bei den diversen parlamentarischen Abenden. Und wir sehen uns morgen in alter Frische wieder.